erste Reise von Mondgeist. Regenbogen, kleiner Dachs und ich waren an einem kalten Herbsttag unterwegs zu Mondgeist. Wir wollten die alte Frau, die sich liebevoll um alle Tiere kümmert, besuchen. Hallo! Hallo, Mondgeist! Mondgeist! Sie antwortet nicht. Mondgeist wird doch bei dieser Kälte nicht spazieren gehen. Es liegt Schnee in der Luft und dunkel wird es auch bald. Ja, Kari, Regenbogen! Sieh dir das an. Ja, das sind die Spuren von Mondgeist. Sie kann noch nicht weit sein. Kleiner Dachs? Ja? Reitest du ins Lager zurück und sagst Bescheid, dass wir sie suchen? Mach ich. Viel Glück beim Suchen. Ja, schneller Blitz. Wir machten uns große Sorgen um Mondgeist, weil wir wussten, dass sie sich niemals weit von ihrer Höhle entfernte. Im Wald trafen wir Eichhörnchen und den kleinen Kojoten. Hallo. Oh, Eichhörnchen, kleiner Kojote. Wisst ihr vielleicht, wo Mondgeist ist? Sie ist weg. Und sie hatte es sehr eilig. Weg? Wohin? Keine Ahnung. Hey! Die beiden scheinen es auch ziemlich eilig zu haben. Plötzlich fielen mir weitere Spuren auf. Mondgeist wird von jemandem verfolgt. Von einem Wolf. Allein ist sie ihm ausgeliefert. Wir müssen sie finden, bevor ein Unglück passiert. Hey! Wir ritten so schnell wie nur konnten. Mondgeist befand sich in größter Gefahr. Der hungrige Wolf hatte Mondgeist schon aufgespürt und stand nun knurrend vor ihr. Mach, dass du wegkommst! Lass mich in Ruhe! Nein! Nein! Wir kamen gerade noch rechtzeitig, um den Wolf zu vertreiben. Er knurrte uns noch einmal an und verschwand im Wald. Mondgeist, bist du verletzt? Mir ist nichts passiert, Regenbogen. Ich habe euch beiden mein Leben zu verdanken. Es ist zu weit zum Lager. Wir müssen einen Platz zum Übernachten finden. Am Rande einer Lichtung fanden wir einen geeigneten Platz. Ich machte uns ein wärmendes Feuer. Regenbogen und ich fragten Mondgeist, ob sie den Winter nicht bei uns im Lager verbringen wollte. Ihr seid so gut. Ich nehme die Einladung an. Und den Winter will ich gern im Lager verbringen. Allerdings muss ich vorher noch meine letzte Reise antreten. Deine letzte Reise? Meine Kräfte schwinden, das spüre ich. Und ich weiß, dass ich ein letztes Mal den Hügel wiedersehen möchte, auf dem ich die fernen Tage meiner Kindheit verbrachte. Du meinst jetzt? Es schneit bald und die Wölfe werden immer wilder vor Hunger. Willst du nicht lieber noch etwas warten? Du hast zweifellos recht, Yakari. Wirklich? Du wirst also warten, bis es Frühling ist? Gut, ruht euch aus. Ich schau nach den Pferden. Danach legten wir uns schlafen. Früh am Morgen wurde ich durch leise Schritte geweckt. Mondgeist war aufgestanden und wollte gehen. Mondgeist! Wo willst du hin? Warum gehst du? Warte, hey! Du hast etwas versprochen. Aber ich kann diese Wanderung nicht aufschieben. Warum? Weil ich den halben Weg schon geschafft habe und ich nicht weiß, ob ich den nächsten Frühling noch erlebe. Wenn du unbedingt weiterziehen willst, werde ich eben mitkommen. Und ich auch. Das geht aber nicht. Es könnte eine gefährliche Reise werden. Dann erst recht. Ganz genau. Du gehst nicht allein. Und so ritten wir mit Mondgeist bis zum Hügel ihrer Kindheit. Ja, wir sind endlich angekommen. Vor uns liegt der Hügel aus meinen Kindertagen. Ah, sie ist glücklich. Gut, dass wir sie begleitet haben. Ich mache uns ein Feuer. Mondgeist fühlte sich in ihre Kindheit zurückversetzt und drehte sich im Kreis herum wie ein kleines Mädchen. Sei vorsichtig, Mondgeist, sonst fällst du hin. Ich bin so glücklich, hier zu sein und alle meine Kindheitserinnerungen wieder zu finden. Das habe ich euch zu verdanken, meine lieben Kleinen. Gern geschehen. Das Tipi von Yachita. Mein Vater hat dieses Steintipi für meine Puppe Yachita gebaut. Das ist unglaublich. Es ist noch da. Und da
Diese Kiefer hab ich doch gepflanzt. Meine Mutter hatte mir die Samen aus dem Wald mitgebracht. Und ich habe gewartet, bis sie groß war, um dann mein Gesicht hineinzuschnitzen. Aber es ist ganz verschwunden, das ist seltsam. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Kerben müssen noch da sein. Ah, da, weiter oben natürlich. Der Baum ist ja gewachsen. Zwei Augen, eine Nase und ein Lächeln voller... Dann entdeckte ich ein Rudel Wölfe, das unsere Witterung aufgenommen hatte. Die Wölfe! Zurück ans Feuer! Ich rannte zum Feuer und nahm einen brennenden Ast. Ich hoffte damit, die Wölfe vertreiben zu können. Verschwindet hier! Die Wölfe kamen immer näher. Plötzlich trabte Kleiner Donner auf einen der Wölfe zu, stieg und verpasste ihm eins mit dem Vorderhuf. Gut gemacht. Die sind wir erstmal los. Aber wir dürfen nicht bleiben. Ich weiß. Kommt mit. Da in diesem Berg ist eine Höhle, in der ich als Kind gespielt habe. Die Höhle war ziemlich groß und es gab nur einen Ein- und Ausgang. Anscheinend hat sich nichts verändert. Hier sind wir in Sicherheit. Die Wölfe folgten uns. Ich zündete ein paar Fackeln an und legte sie vor den Eingang. Solange das Feuer brennt, werden sie nicht reinkommen. Aber die Fackeln werden nicht lange halten. Wir brauchen unbedingt noch mehr Holz. Sie warten nur darauf, dass das Feuer ausgeht. Ich werde mit Kleiner Donner Hilfe holen. Vielleicht werden uns die Wölfe verfolgen, aber wir sind bestimmt schneller als sie. Bist du sicher? Du gehst ein großes Wagnis ein. Ich mache mir solche Vorwürfe. Mach dir keine Sorgen, Mondgeist. Ich habe es ja so gewollt. Ich schaff das. Ich ritt auf Kleiner Donner aus der Höhle. Ein paar Wölfe aus dem Rudel verfolgten uns. Kleiner Donner galoppierte so schnell er nur konnte. Wir waren gerade in der Prärie, als ein Pfeil vor den Pfoten unserer Verfolger landete. Mein Vater und Kleiner Dachs galoppierten heran. Sie hatten sich auf die Suche nach uns gemacht und ich war sehr froh darüber. Bist du wohlauf, mein Sohn? Ja, Kari! Aha. Wo ist Regenbogen? Mondgeist und Regenbogen! Wir müssen sie retten! Schnell ritten wir zur Höhle zurück. Als wir ankamen, flohen die Wölfe in den Wald. Ich ging in die Höhle, wo Mondgeist und Regenbogen verängstigt warteten. Keine Angst, es ist alles gut. Die Wölfe sind weg. Du hast es geschafft. Ein Wunder. Ich bin so froh, diese letzte Reise gemacht zu haben. Und dank eurer Hilfe ist sie gut ausgegangen. Jetzt kann ich es kaum erwarten, den Winter bei eurem Stamm zu verbringen. Und dann im nächsten Frühling werde ich wieder meinen Hügel besuchen, so wie heute. Ich bin wohl doch nicht ganz so alt. Meine Kräfte sind zurückgekehrt.